Auf geht's! Moin Leute, neue Runde, neues Glück. Und T40 Power, ja, den bin ich auch gefahren. Diese tolle Gurke. Ich glaube, der hat eine Haubitze. Bin mir da gerade gar nicht sicher. Irgendeine Kanone von dem war zumindest eine, dächte ich mir. Vielleicht war es sogar auch die beste. Auf jeden Fall schoss die eine ziemlich langsam. Ich weiß gar nicht, wie der Panzer auf dem Tier war. War das ein gutes Teil? Hat er eine gescheite Panzerung? Na gut, wir werden es sehen. Und wie flogen die Schüsse? Langsam, schnell? Ich meine, hier hat er AP drin. Und 20 mal Gold, na Mensch. Also Credits halt, teure Credits. Mal gucken. Oh hier, Ziel Nummer 1. Ah, er hat einen sechsten Sinn drin. Und das Bauen ist schon mal gut. Also gegen T4 scheint es was zu wirken. Zumindest so ein bisschen. Gut, getroffen hat er leider nichts, außer dem Baum, aber das wird schon noch. Was haben wir überhaupt an Gegnern? Wir haben ziemlich viel M5-Krempel da drin, da drüben. M5, ein paar Chinesen M5. Eieiei. Dreimal Arti, viermal Arti sogar. Auf beiden Seiten. Na, da darf man nicht zu offen stehen. Oder mit genug Abstand. So, was macht er jetzt? Also wenn ich mir die Karte so angucke, hängen die alle irgendwo da unten ab. Und im Norden, wo er gerade stand. Wenn da eine Meute kommt, na dann gute Nacht. Und als Jagdpanther sollte man sich nie in die erste Reihe stellen. Außer man hat vielleicht irgendeine Russengurke, die ein bisschen was abhält. Aber selbst dann nicht. Dafür ist es nun mal ein Sniper. So. Genau, der Busch ist doch ganz gut. Wenn ich hier auch noch reinstellst, wäre es perfekt. Aber es ist ja nur ein B1, der macht auf die Entfernung keinen Schaden. Oder nur minimal. Wir haben zum Glück keine Tier 5, also nur Tier 4. Volltreffer. Oh, schöner Treffer an die Seite. Abpraller. Ja, wie Abpraller. Hat er den gestriffen oder was? Der Gängler durch. Ja, rette ihn. Was macht denn der? So, der dreht einen Turm statt die Wand. Der Hetzer flieht und schafft er das? Ja, hat daneben geschossen. Abpraller. Und Hetzer, was machst du? Erwischt. Unverständlich. Motortreffer kann es eigentlich nicht gewesen sein, oder? Kette auch nicht? Wer weiß. So, jetzt stellt er sich in den Busch rein. Gut, Tarnitz hat er dabei gehabt. Ja, können wir den in die Ketten hauen? Das muss wehtun. Oh, sogar unten durch die Wanne gekommen, obwohl das so schräg war. Und da oben bounce es dann, ja, ist klar. Ah, hier. M5-Meute. Den haben wir fertig gemacht. Ach, die stellen sich an wie die... Wie, weiß ich nicht. Wie so Tonscheiben auf dem Jahrmarkt oder so. Ja, ganz einfach. Ach ja, der T40 hat einen wunderbaren Schwenkbereich gehabt. Ja, was war denn das? Totgerammt oder totgeschossen? Oh, schöner Arti-Treffer. Ja, der Schwenkbereich ist auch ein bisschen krumm, also mehr nach rechts wie links, aber ist egal. Hauptsache schön groß. Das ist immer gut, muss man sich nicht so bewegen. Und die Tarnung bleibt aktiv. Oh, was geht hier unten ab? Oh, da rusht aber jemand. Ja, noch ein bisschen vorzielen. Ja, jetzt macht das richtig. Er hat aus dem Einschuss gelernt. Volltreffer. Na, es war zumindest schon mal irgendwie ein Kettenmodul oder so. Jetzt sind wir aufgeklärt. Vermutlich durch den M5. Durch beide. Volltreffer. Ja, genau. Erstmal stoppen, das ist auch okay, auch wenn das vielleicht nicht gewollt war. Aber dann können so kleine Scouts nicht flüchten. So, 3 Kills haben wir schon. 6:9. So langsam wird spannend. So, was macht er? Am besten den fatalen Fehler. Na, kriegt er das Haus ja kaputt? Ich glaube nicht, oder? Nicht Munitionsverschwenden. Tja, du bist ja auf weiter Flur alleine. Such dir einen Busch. Es könnte ja von der Stadt was kommen. Die Arti haut auch schon ab. Bei solchen Situationen sollte man möglichst zusammenbleiben. Nicht so wie der BT-7, der irgendwo in der Base rumgucken. Das bringt nichts. Soweit sind die Funkgeräte nicht ausgestattet, dass man alles sieht. Beziehungsweise kann man eh nicht dahin schießen, weil alles verdeckt ist. Jetzt sind es nur noch 3. Aber hier kriegt er den vielleicht. Ja, noch ein bisschen ranfahren. Gefährlich. Na schade, dass es nicht genutzt hätte. Aber vielleicht wollte er es nicht riskieren, da runter zu rutschen. Und dieses dämliche Hin- und Hergeschwanke auf diesen ganzen Kanten ist auch nervig, was das Zielen angeht. So, jetzt aber. Was macht er?
da, jetzt kommt er. Jetzt traut er sich. Nein. Schade, hätte klappen können. Ich hätte es auch so gemacht. Einfach mal reinpfeffern. Aufgedeckt war er in dem Fall ja eh. Ja, und der kämpft da jetzt in Ruhe oder wie. Ich meine, wir haben noch volle Lebenspunkte, aber... No risk, no fun, würde ich sagen. Wenn er es denn irgendwie schafft. Ja, kann er sich vielleicht drehen, dann kriegt er doch bestimmt irgendwas ins Visier. Denkt mir, der Panzer geht kaputt, wenn er da runterfährt. Oh, da könnten wir fast an den Arsch schießen. Ja. Hm, die Arti ganz weit vorne, das ist natürlich auch ein schöner Fehler. Sturmpanzer, ja. Erwischt! In der Tat, Bad Boy. Gepwned. So, die eine Arti da oben, die überlebt noch relativ lang, das ist schön. Vielleicht ist der M5 jetzt mal so etwas überrascht. Ja. Das gibt noch ein paar Verteidigungspunkte, würde ich sagen. Ja, und jetzt schnell hier in die Büsche. Von hier drüben kann man wunderbar rüber snipern. Die Arti ist dann unser Scout. Gezwungenermaßen. Und wir können hier schön die Seite abdecken. Na, da geht's schon los. Jetzt soll er sich aber schnell drehen. Aber erst in den Busch, das ist wichtig. Was macht der denn? Fährt der runter? Hm. Das ist natürlich nicht gut. Was ist denn das mit dem Lee? Der ging glatt durch. Ja, das erkennt man wunderbar an diesem komischen Turm. Jetzt schnell abhauen, ja, ist klar. Der weiß aber nicht, von wo wir schießen. Genau, erstmal den Schwenkbereich neu ausrichten. Immer gut. Lieber jetzt, wo man Zeit hat. Und die Kette und Schaden. Na, die arme Sau. Tschüss. Wir haben sie. Perfekt. Ja, das gibt doch schon mal den Krieger. So, machen die Autos jetzt einen Fehler? Kommen alle einzeln? Sind sie schlau? Kommen sie zu dritt? So, da haben wir noch einen... Ach ja, Aufklärer haben wir auch noch. Na, wo guckt denn der hin? Er sieht doch nicht. Wir schießen erstmal gekonnt drüber, wir haben's ja. Volltreffer. Und dann schön in die Seite, unter dem Motor alles. Ja, guckt da. Er sieht uns nicht. Nein, wir sind schön weit weg. Tarnatz hilft uns da ungemein. Und wir können uns in Ruhe hier einschießen, bis wir irgendwann mal... Ja, manchmal ist es zum Verfluchen, oder? Genau. Ich finde das lustig. Also irgendwann muss er doch mal treffen. Ja, und dann, wenn er sich bewegt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh Mann. Das waren jetzt 6, 7 Schüsse oder so. Ja, das ist mein Handy, also nicht auf euch ausgucken. Das ist meins. Oh, jetzt hör auf zu nerven. Ja, wo kommen sie? Wir sind immer noch unsichtbar. Und die Arti verkrümelt sich nach da unten. Macht's auch recht. Hier kann man wunderbar weit gucken. Also wenn die da den Berg runterwaschen, beziehungsweise rechts runterkommen, hat man hier alles wunderbar im Visier. Die Bäume plus Busch bieten perfekte Rundumdeckung. Oh, 6 Minuten haben wir noch. 6,5. Na komm, die wollen doch gewinnen. XYZ. Besseren Namen jetzt nicht gegeben. ZYX zum Beispiel. Da, wo bleiben sie denn? Oh. Sie haben mein Jammern, mein Flehen gehört. Was ist denn das für einer? Eine Wespe. Oh no. Unsere kleine... Ach ne, die BS hat sogar gepwned. Die mit noch weniger Schaden. Tja, die BS hätte ich jetzt vorgeschickt. T57 auch. Weil die Wespe macht, denke ich mal, mit am meisten Schaden noch. Und gerade die kommt hier an. Ja, schade um die Feuerpower. Genau, schießt er mal irgendwo hin. Jetzt sind wir aufgedeckt. Also 2 Sekunden vorher schon, aber... Einmal bewegen bitte. So, da bitte nicht stehen bleiben. Ja, genau deswegen. Denkt an die 5-6 Sekunden, die ihr noch sichtbar seid. Jetzt aber schnell weg. Jetzt bist du auf jeden Fall unsichtbar. Genau, probier den Busch aus. Ja, die schießen nämlich immer noch dahin.
Ich schiebe es jetzt mal auf die Anfängerfehler. Die Munition kann man sich sparen. So, hier der Busch ist nicht so optimal, das heißt, man fährt noch ein bisschen mehr rein. Für die Frage, von wo die kommen, ob die oben auf der Stadt stehen, also bei der Stadt, unten im Tal, oder die K-Linie, hm. Die T-57 wäre noch relativ schnell. Naja, um Gottes Willen. Gegen 3 fährt man nicht alleine in die Base. Also hört nie auf solche Noob-Fehler. Immer vorher... Genau, na gut, Zeit könnte vielleicht noch klappen. Aber die wollen gewinnen und die sind zu dritt. Deswegen machen wir immer den Fehler. Ja, Munition haben wir noch, 10 Schuss. Der Gangler durch! Der hat gesessen. Komm, kleine, was war denn das? BS. Das tut mir richtig leid. Aber bei den Fehlschüssen, naja. Da oben, ich sehe noch auf der Karte einen anderen, den Medium. Wo wir doch 3 Milliarden mal vorbeigeschossen haben. Da ist er, hat's gerafft. Ja, der kommt auch runtergewascht, wie das aussieht. Hm, von beiden Seiten. Jetzt machen sie es halbwegs schlau. Wenn wir mit Glückstreffer landen... Oh, jetzt wird's gefährlich, jetzt sind wir aufgedeckt. Noch einmal schießen. Jetzt müsste er uns eigentlich sehen. Und da ist es auch passiert. Da ist kein Busch mehr an der Seite. Gefährlich, gefährlich. Oh, sehr nah dran. Vielleicht 1-2 Stufen zurückzoomen. Ah, jetzt wird er nervös. Die Artis, was machen die denn? Warum schießen die denn nicht? Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Hm. Na, jetzt schießen, jetzt fangen sie an. Ja, schnell flüchten. Und er hat immer noch voll Leben. Ja, jetzt geht auf Artijagd. Jetzt riskiert das. Der hat ja nicht mehr viel. Und er kommt sogar noch vor. Hm, Fehler. Aber was soll er machen? Jetzt schießt mit Gold. Verschwende dein ganzes Gold. Erwischt. So. Keine Ahnung, wie viel die Granate wert ist. 800 vielleicht. Oder sogar 1000 Credits, ich weiß es nicht. Na komm, Nummer 10 kriegst du jetzt auch noch. T57 muss irgendwo in Reichweite sein. Wo ist er? Der hängt vielleicht hier oben, ne? Ja, der schießt. Die Reichweite geht vielleicht bis zur Stadt gerade mal. Oha, hier sogar. Eieieiei. Der T40 ist sogar offen, also wenn er da oben reintrifft. Er trifft nicht, nein. Sehr schön. 10 Kills, perfekt. Schade, dass wir am Ende dafür keine Screenshots haben. Aber trotzdem eine super Runde. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.